Herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Ja, es ist jetzt momentan noch Schwarzbild, weil ich in der letzten Folge ja euch mit einem Cliffhanger hab zurück hab lassen, zurückgelassen hab. So, weil Matt Jack hat ja jetzt irgendwas mit Norman Jaden vor, weil der gerade unter Entzugserscheinungen litt und deswegen nicht wirklich handlungsfähig war. Und was das ist, sehen wir jetzt. Ja, super, was? Wir sind in einem Auto, das gerade von einem Kran zur Schrottpresse getragen wird. Und wir müssen hier irgendwie rauskommen. Wir sind nämlich gefesselt. Okay, was können wir noch machen? Ja, hupen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Scheiße, wir müssen hier irgendwie raus. Das ist unser Ende. Okay, wir können noch hier so. Okay. Bringt das denn was? Nee. Okay, was haben wir denn in unserem Handschuhfach? Moment, war da nicht die Knarre drin? Können wir nicht irgendwas mit der Knarre machen? Komm schon. Okay. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen unlogisch, weil ich weiß nicht, ob man das in so einer Situation wirklich schaffen würde, so präzise. Aber okay, wir haben sie. Hey, das ging doch besser als gedacht. Okay, scheiße, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Norman, mach irgendwas. Alles klar, wir sind frei. Jetzt müssen wir nur noch aus dem Auto rauskommen. Oh verdammt, schnell raus. Verdammt nochmal. Schnell raus hier. Norman, beeil dich, verdammt. Komm schon. Puh. Oh, okay. Und runter da. Runter da. Wo ist er hin? Super. Okay, nochmal mit dem zu kämpfen, hatte ich mir jetzt eigentlich nicht gewünscht, weil wie gesagt, das ist ein Brocken, der Typ. Zack. Ja, die Schwachstellen angreifen. Bong. Auf den glatt polierten Schädel. Das ist aber auch irgendwie episch, wie man so wenig Mitteln so einen Kampf im Regen so geil gestalten kann. Irgendwie. Und es macht auch noch Spaß. Das sind halt diese Quicktime-Events, die fühlen sich auch echt an. Man hat auch wirklich das Gefühl, wenn man diese Taste halt drückt oder diese Bewegung ausführt, dass es auch genau die Bewegung ist, die die Figur gerade ausführt. Da muss ich sagen, hinken zum Beispiel ein bisschen die God of War Quicktime-Events nach, weil das sind immer so wahllos Tasten aneinandergereiht. Und man hat so manchmal nicht so wirklich das Gefühl, dass man jetzt gerade dass er gerade das gemacht hat, was man drückt, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber hier ist es wirklich cool gemacht. Ach, verdammt, ey. Der Typ ist ein Monster. Au. Oh Mann. Ah, lass mich los, verdammt. Ja. Okay, was hatten die eigentlich vor? Au. Ja. Ein Glück, dass Norman auch wenigstens ein bisschen was aus dem Kasten hat. Na, ah, komm schon. Na, ja, als ob. Geh weg, das hast du eben schon mal versucht. Oh. Okay, der hat auf jeden Fall irgendwas Gemeines mit uns vor. Ich glaube nicht, dass der uns einfach nur verkloppen will. Oh, okay. Der will uns mit dem Gesicht auf die Dings drücken. Ah, das ist aber nicht nett. Ah. Oh. Verdammt. Haha. So, you think the origami killer killed Manfred? That makes sense. Didn't want him spilling his guts to us. And you suspect Gordy Kramer, right? Oh, him or one of his men. Gordy has the time and the means, not to mention the fucked up attitude to go along with it.
He's only a suspect, but he's a pretty guilty-looking one. Are these your files on the case? Yeah, I've been working on them for a couple years. I built up a mountain of paperwork. Magazines about origami? You think the killer could have subscribed to one of those? If he was even remotely interested in origami in the last 30 years, his name may be in there somewhere. Trouble is, there's over 500 names. That gets a squat. I'm starving. Do you have anything to eat? Well, I'm no chef, but I should be able to make some scrambled eggs if you like. Great. I'm soaking wet. I need to warm up a little. Is it okay if I take a shower? I'll be my guest. Go to my bedroom. It's the next door. Oh, I'll cook up the eggs while you're under the shower. Aber nur, wenn wir mitkommen dürfen. Nee, Spaß. Okay, ja, wir spielen mal wieder Scott Shelby und dürfen jetzt was zu essen kochen. Und wir sind aus Manfreds Laden anscheinend entkommen. Ohne aufzufallen, weil man hätte uns definitiv verdächtigt. Ja, und Gordy. Ja, jetzt wollte ich es gerade schon sagen. Scott hat immer noch Gordy unter Verdacht. Gordy Kramer. Gut, der ist auch ein bisschen psychisch labil, könnte man sagen. Und wir müssen jetzt ein paar Eier zubereiten. Das werden wir jetzt mal tun. Ich finde es toll, dass man bei dem Spiel auch mal sowas machen darf, dass es nicht nur Action, 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 Action und Action ist. Weil irgendwann wird Action langweilig. Aber wenn die hier mal Action ist, dann ist sie auch geil inszeniert, so wie jetzt der letzte Kampf da auf dem Schrottplatz. So. Dann bereiten wir die mal zu. Während Lauren sich ein bisschen aufwärmt. Obwohl uns das, glaube ich, auch mal ganz gut tun könnte. Aber was soll's. Okay. Also wir kommen, egal wen wir spielen, irgendwie nicht so wirklich weiter in dem. Also kriegen wir nur so kleine Hinweise. Und wie wir jetzt auch gehört haben, der Norman und die Madison haben jetzt beide den gleichen Anlaufpunkt in der nächsten Zeit. Nämlich den Nachtclub Blue Lagoon. Madison hat ja diesen kleinen Zettel gefunden. Und ja, Norman hat es von Mad Jack erfahren. Ja. Und da denke ich mal, werden die sie als nächstes hinbegeben. Was wir jetzt allerdings mit Ethan machen, weil er hatte seine letzte Mission nicht wirklich beendet. Was auch dann halt nicht so schlecht war. Ja, werden wir dann sehen, ne? Was das für Konsequenzen hat. So, okay. Sieht so aus, als wären sie fertig. Eggs should be ready by now. Das ist gut. Ich meine, wenn ich mir Rührei mache, sieht es eigentlich ziemlich anders aus, aber hey. Jeder macht es irgendwie unterschiedlich. Flatz. So ein dicker Fladen. So, sehr schön. Gut, dann warten wir mal auf Lauren. Können wir uns eigentlich irgendwo hinsetzen? Nee. Ah, da kommt sie auch schon. Im Bademantel. Oh, ziemlich freizügig. I take the liberty of borrowing your bathrobe. Looks better on you. Das stimmt wohl. Okay, hier hat gerade der Ton gefehlt. Aber was macht's? Egal, Notizbuch. What's that? The notebook I took from Manfred's place. According to this, about 30 clients bought spare parts for Royal Machines in the last 10 years. The killer may be one of them. Oh, you know, checking out the alibi of 30 clients one by one, that's a lot of legwork. Except that if we cross-check them with the list... The list of subscribers to Origami Magazines. You still got that, right? Yeah, I've got... But Lauren, wait! Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Na toll, jetzt lässt du die Eier hier stehen, die wir mit Liebe zubereitet haben. Nie wird das was anerkannt, wenn wir als nächstes tun. Okay, aber das könnte uns definitiv auf eine Spur bringen. If the killer really used a Royal typewriter and if he subscribed to an Origami Magazine, his name should be on both lists. Well, Lauren... I mean, that's just an assumption, but... Yeah, I suppose. His name is here somewhere. Help me, we're gonna find him. Na gut, dann werden wir mal nachsehen. Thank you.
Anscheinend haben sie was rausgefunden. The only guy whose name was on both lists died when he was 10. What are you gonna do now? Dig up his coffin, make sure he's dead? I know it doesn't make any sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Well, that's what we came to find out. The name is John Shepherd. It should be on a grave around here somewhere. You never give up, do you? Aus der wird nochmal eine gute Detektivin. Okay, John Shepherd, das ist unser nächster Hinweis. John Shepherd, der Name. Und es soll anscheinend einem Kind gehören, was schon seit 30 Jahren tot ist. Mal gucken, was er dazu sagt, der Scott. She's convinced she's onto something. Komisch. Irgendwie fehlen da gerade die Stimmen. Das tut mir leid, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das Spiel war ja auch damals schon in dem Park verbuggt, als wir mit Sean gespielt haben. Als Ethan. Können wir eigentlich die Leute hier fragen? Vielleicht wissen die irgendwas. Hey, Oma. Ah. Excuse me, I'm looking for... Well, don't worry about it. I can manage alone. Okay, die will anscheinend nicht gestört werden. Sie trauert wahrscheinlich gerade. Gut, das sollten wir respektieren und das auch lassen. Dann könnten wir einfach die Grabsteine abgehen. Aber die sehen alle sehr simpel aus. Oh. Ein Grabräuber! Nee. Okay, das wird wohl einfach nur der... Friedhofswächter sein. Excuse me. I'm looking for the grave of a boy named John Shepherd. Straight ahead. A little further on. Thanks. Okay. Ein Stück in die Richtung, weil da liegt auch irgendwas. Da seht ihr, da liegen zum Beispiel Blumen. Oder sowas. Könnte es das sein? Hey Lauren! I found it! Tatsächlich. Okay, ist echt mit 10 Jahren gestorben. 1967 bis 1977. Ah, hat er gerade Star Wars verpasst, der Arme. Okay, hier sind Blumen. These flowers are fresh. Looks like someone still tending the grave. Das ist seltsam. Und seht nur, was da steht. Eine Origami-Figur. Origami-Figures. That's one hell of a coincidence. Oh, youngin. That one I knew well. You knew John Shepherd? I've worked this graveyard nearly all my life. I remember what happened. It was in 77, October. Hoodlums, get the hell out of here! God, beat it! You lousy, no-good brats! Come back when your fucking mother comes home from work! He's drunk again. What are we gonna do? It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend a day outside. Well, at least you won't get beat. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. Can't catch me! Na, da würde ich nicht drauf wetten. Ja, jetzt mal eine andere Perspektive. Wir spielen einen kleinen Jungen. Entweder spielen wir John Shepherd oder das da hinten ist John Shepherd. Das wissen wir jetzt noch nicht so wirklich. What you doing? You're coming or not? Aber okay, er sagt John. Gut, dann ist der andere wahrscheinlich John Shepherd. John's right. He can't just stand here all day. Might as well go and play. Okay, der Junge da hinten ist also John Shepherd, der gestorben ist. Und der Name, der auf den Listen auftaucht. Aber wer sind dann wir? Naja, das werden wir herausfinden. Und zwar in, weiß ich nicht, ob es direkt im nächsten Teil ist, aber vielleicht werden wir es ja irgendwann herausfinden. Aber hier muss ich jetzt erstmal einen Cut machen, denn die Zeit läuft uns davon. Und ich würde sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter mit Heavy Rain. Also bis dann. Ciao. I'm waiting.